Roblox Doors, aber in richtig lang. Da jetzt ja Rainbow Friends schon am Start ist, hoffe ich, dass bald Doors 2 kommt. Wir warten alle schon gespannt. Wir wissen aber noch nicht, wie lange es dauert. Ich hoffe, es kommt bald. Wir werden uns allerdings jetzt erstmal ein wenig mit Doors beschäftigen, wie Skulpturen und so weiter entworfen sind. Es wird sehr, sehr geil und ich hoffe, ihr habt Bock. Lasst ein Like da, wenn ja. Kuss, Kuss. Wir gehen rein. Let's go. Heute kommt ein richtiges Banger-Video. Freunde, es hat jemand tatsächlich die ganzen Banishings indoors nachgemacht als Skulptur. Es wird fast jeder Charakter gebanished. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Das sieht so heftig aus. Like nicht vergessen. Video bis zum Ende gucken und let's go. Let's go. Oh, Junge. Guck dir das an. Alle Doors-Kreaturen in einem Kruzifix. Bro, so ein Junge. Geil, geil, geil. Sehr Bock. Sehr Bock. Gucken wir mal rein. Das finde ich gut. Mit 3D-Drucker, Leute. Sehr geil. Erstmal die Plattform machen, wo die Kruzifixe sind. Alter. Okay, das ist auf jeden Fall jemand, der sehr viel Ahnung hat. Ich bin sehr gespannt. Was sind das für Zeichen? Kruzifixzeichen? Seit wann gibt's sie? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Mucke ist richtig krass, Digga. Mucke ist richtig krass. Weiß ich aber nicht, ob das später noch Copyright-Stress gibt. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ketten gemacht. Heftig. Junge. Wer ist das? Wer ist das, Leute? Was glaubt ihr? Sagt, wer das ist. Wer ist es? Welcher Charakter? Aus Doors? Ambush. Mhm. Digga, wild. Ich bin gespannt, was passiert, wenn er ausgedruckt wird. Sehr detailliert. Sehr detailliert. Und da ist der Charakter. Jetzt wird das Ding sogar schon direkt angemalt. Cool. Ich sag, wie es ist. Das erste Mal, dass ich sowas sehe, ich sag, das ist jetzt schon krass. Ich sag, wie es ist. Und das dauert auch nicht lange, da so, wenn man das zuguckt, ne? Voll krass. Sogar den... Ja, okay. Okay, krass. Ich weiß gar nicht. Ich denke, wir sollten das Video vielleicht mit eigener Musik gucken, sonst gibt es hier zu viel Ärger. So, besser. Besser. Sonst gibt es vielleicht noch Ärger. Das ist Musik schwierig mit Copyright. Ich bin gespannt, was er da jetzt draus macht. Insgesamt, at all halt natürlich, ne? Die Ketten, ja, die müssen blau sein. Uff. Aber Ambush macht man nicht schwarz, ne? Ambush macht man nicht schwarz, oder? Den macht man nicht schwarz, Leute. Der muss, wenn, dann muss der grün sein. Anders geht's nicht. Er macht ihn ein bisschen weiß. Okay, das geht, ja. Bin immer gespannt, ob er den Turn noch schafft. Zum richtigen Ambush. Muss aber krass werden. Ja, jetzt kommt das Grüne. Jetzt kommt das Grüne irgendwie so ein bisschen zum Vorschein. Hm. Ah, der weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, wenn man sich das jetzt mal anguckt, Leute, ich finde es schwierig, ne? Da hätte man, beim Ambush hätte man sich definitiv ein bisschen mehr Mühe geben können. 5 von 10. Jaywin sehe ich ähnlich, Digga. Ist ein Einstieg. Wäre auch zu krass, wenn es jetzt schon Baba gewesen wäre. Wir gucken mal die nächsten Charaktere an. Ich bin vor allem sehr gespannt auf Figure und Zeke. Und wenn ich das jetzt schon so sehe, Leute, ich stopp vorher rein. Was glaubt ihr? Wen macht er? Ich weiß es schon. Ich weiß es schon. Wen macht er jetzt? Wen? Ich sag, in 3 Sekunden sag ich's. 3.
Ja, okay, Leute, haben es schon Holt. Ihr seid einfach DOS-Profis auch, ne? Holt wird... Ja, Holt könnte geil werden. Holt könnte sehr geil werden. Ich bin gespannt. Sieht aus wie so eine Plastiktüte, ne? Sieht aus wie eine Plastiktüte, Digga. Okay, er macht die komplett schwarz. Mhm. Macht die ein bisschen dunkelblau. Ja, gehe ich mit. Ja, gehe ich mit. Die Augen... Ja, okay. Kann man arbeiten mit. Er malt auch hier unten wieder diese Scheibe an. Dieses Mal ein bisschen anders? Nee. Das musste erstmal trocknen wahrscheinlich. Ja, okay, also das geht schon fit. Das geht schon fit. Bin ich ehrlich. Kann man den Holt nochmal ganz kurz sehen? Ich weiß nicht, ne? Warte mal. Ich würde halt, also die Kamera ist dann ticken zu weit oben. Was sagt ihr zum Holt? Ich finde, das Ding ist besser als Ambush. Besser. Aber für mich, ich bin kritisch heute, 7 von 10 maximal. 7 von 10 max. Also der Holt, ich finde aber, also das Banishing sieht krass aus. Okay, ihr habt recht, 8 von 10. Banishing sieht heftig aus. Banishing ist sehr heftig geworden. Wen macht er hier? Das könnte... Oh, jetzt macht er Seek, ne? Ne, Rush macht er. Rush. Oder? Ich lost? Warte mal, das ist Bob, oder? Ist das Bob? Das ist... Das... Bro, wer ist das? Wer ist das? Skeleton Bob? Mhm. Ich bin mir noch nicht so sicher, ne? Ich bin mir echt nicht sicher. Es ist Rush. Es ist Rush. Mhm, es ist Rush. Der am Anfang war ein bisschen, sah aus wie ein Skelett, so ein bisschen, ne? Aber jetzt wird's Rush. Das sieht man ganz klar. Sehr geil. Ich habe Rush noch nie so gesehen. Ich muss sagen, Leute, den hat er richtig gut getroffen. Egal, was ihr jetzt meint. Also von der Silhouette her, das ist schon gut geworden. Ich würde sagen, das ist eine 9 von 10. Das steigert sich hier auch. Gucken wir weiter. Wen macht er jetzt? Jeff muss heute safe noch rein. Safe muss der noch rein. Auch wenn er nicht gebanished werden kann, aber Jeff muss eigentlich safe noch rein. Oh, das könnte... Das könnte... Es ist Screech. Mhm. Screech, ah, ja, Screech kann man sehr geil machen. Oh, den hat er gut hingekriegt bisher. Sehr geiles Modell, sehr geiles Modell. Wir gucken mal an. Screech könnte eine 10 von 10 werden. Potenzielle 10 von 10, ich bin gespannt. Oh, der hat hier ein bisschen Lippenstift. So. Oh, Junge. Ey, Bro, wenn ich die Farbkombi schon sehe, das wird heftig. Ganz sicher. Krass. Zehn von 10, ne? Da können wir nicht anders, Chat. Da können wir nicht anders. Das wird eine 10 von 10. Ganz sicher. Ganz sicher. Das wird eine 10 von 10, Digga. Holy moly. Den macht er richtig krass. Nein. Das ist Wahnsinn. Ey. Guck dir das Ding an, ne? Wir werden es am Ende nochmal sehen. Aber also, ich bin mir ganz sicher, das ist schon eine 10 von 10. Screech hat er sehr heftig hinbekommen. Sehr, sehr geil. Da sieht man ihn nochmal, ne? Wir können am Ende sowieso nochmal alle gucken. Ja, hier. Dann können wir jetzt auch... Also, Leute, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist eine absolute Granate, was er da rausgezaubert hat. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Bin ich gespannt. Wen... Also, er hat jetzt 3 Charaktere gemacht. 4, ne? 4, ne? Da bin ich mal gespannt, was jetzt der 5. ist. Das könnte sein... Skeleton Bob? Skeleton Bob? Nein, es ist Sieg. Natürlich ist es Sieg. Ich bin so dumm, Digga. Ich bin so dumm, Digga. Na klar ist es Sieg. Also, lost, Alter. Einfach lost gerade gewesen. Okay, das mit dem Auge schon... Könnte ein geiler Charakter werden, ja. Oh, auch die... Hier, auch die Form so, ne? Hat der geileste Model rausgehauen. Der wird besser. Merkt man auch, der kommt richtig in den Film rein, der Junge. Voll gut.
Bei Sieg machst du aber auch nicht viel falsch, muss man ganz klar sagen. Sieg ist jetzt ein Charakter, ey, wild. Er malt ihn nochmal über, dass er ein bisschen glänzend aussieht. Finde ich nicht schlecht. Ja, guck dir Sieg an. Ich werd gebanished. Sieg ist auf jeden Fall auch eine 10 von 10. Den hat er perfekt getroffen. Aber, also vom Dinger muss ich sagen, es ist nicht so eine 10 von 10 wie Screech. Oh, das wird auch ein ganz wildes Ding. Das ist Jeff, glaube ich. Das müsste Jeff sein. Safe. Nein. Das ist nicht Jeff. Das ist Eis. Junge, richtig Potenzial, Alter. Finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Leute, sollen wir eine Dono da lassen? Eins in den Chat, wenn wir Dono da nach dem Video da lassen sollen. Eis ist anders schwer, ne? Safe. Guck die ganzen Augen an. Macht der nicht schlecht. Eis ist schön, wenn wir Dono da lassen sollen. Machen 10er Dono. Ey, das ist krass. Sowas muss man unterstützen. Das sind Künstler für mich. Das sind echt Künstler für mich, ne? Muss ich sagen. Oh, Junge, die Augen macht der so sexy, Alter. Guck dir den an. Bro, das ist so gut geworden. Alter Schwede. 10 out of 10 from 10. Das ist die Mega 10. Das ist die 10 von 10 von 10. Alter Schwede. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was macht er noch? Oh. A60? A60, Leute? Könnte das A60 sein? Ja, ne? Ich glaube nicht, dass es Dupe ist. Ist es Dupe? Ja, die Adern hat A60 auf jeden Fall nicht, ne? Die Adern hat er auf jeden Fall nicht. Er sieht tatsächlich fast danach aus, ne? Das ist echt Dupe. Crazy. Ich bin mal gespannt, wie der fertig aussieht. Ich habe Dupe noch nie so richtig gesehen. Der sieht ein bisschen klumpig aus. Ja, finde ich auch. Wie so ein Stück Knete, ne? Irgendwie schon. Aber trotzdem ganz geil. Künstler. Sehr, sehr gut. Fühle ich übel. Fühle ich übel. Also, Figa ist es auf jeden Fall nicht. Der Figa kommt sowieso noch. Das verspreche ich dir, Aua Anja. Oh, sexy Maxi, ey. Das ist geil. Das ist geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir noch? Das wird jetzt. Ich habe gesagt, Figa kommt. Die Frage ist, ob Window auch kommt. Gummibusch, Window kann man streng genommen ja gar nicht banishen. Streng genommen. Ich bin froh, wenn ich einen Kreis schaffe. Ja, also was der da macht, ne? Bei Figa, Leute, da muss ich jetzt sagen, wenn Figa heftig wird, Call is Call, ich lasse ein Abo da. Ich lasse ein Abo und ein Like da, wenn Figa jetzt heftig wird. Dann ist nicht nur Dono, dann auch neuer Abonnent. Ich guck rein. Ja, Figa sieht heftig aus. Kann man mitarbeiten, ja? Doch. Ja, mit den Rippen gehe ich mit. Also bisher solider Job. Solider Job bisher. Hände. Ja. Okay. Ah, Hände weiß ich ja nicht. Hände weiß ich ja nicht. Ja, wobei. Oh, warte mal, ist doch gar nicht fertig. Okay, es wird wild. Es wird wild. Die Hände sind ein bisschen groß geworden. Das kleiner Minuspunkt. Aber ich bin gespannt, wie es mit Farbe aussieht. Gerade auch der Schlund von Figa, der ist halt super wichtig. Den muss man krass machen. Was ist das für eine Farbe? Ja, was ist das für eine Farbe? Überzeugt mich nicht so.
Ich bin noch nicht so überzeugt. Noch nicht. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig, was er gerade macht. Ja, nee, Finger. Da muss noch einiges passieren. Da muss noch einiges passieren, Brudi. Noch einiges. Ja, er kommt näher. Okay. Es sieht jetzt schon mehr nach Finger aus, aber es ist keine 10 von 10 für mich. Definitiv nicht. Ist keine 10 von 10 für mich. Trust the process. Weiß ich nicht, Gummibusch. Das, schwierig. Ist okay. Banishing in Ordnung. Ich würde sagen 8 von 10. 8 von 10. Er hat abgebaut, leider. Der Charakter war jetzt nicht 100% worth. Ich bin gespannt, ob wir jetzt alle sehen. Alle Charakter. Ich denke ja. Es werden jetzt wahrscheinlich alle einmal gezeigt. Seine Hände sind ein bisschen komisch, ne? Bisschen merkwürdig. Fühle ich noch nicht. Ich sage 9,5 von 10, Pandami. Da sehen wir nochmal alle. Bro, die 10 out of 10. Das hier für mich der schlechteste. Wenn ich ihn jetzt nochmal so sehe, okay. Aber, ey. Also Screech, Leute, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Der ist krank geworden. Screech ist richtig krank geworden. Sieg auf jeden Fall auch. Screech, Sieg. Halt! Hat hier sogar eine geile Beleuchtung mit den Augen noch bekommen. Und Eis, ne? Sehr, sehr geil. Ey, das hat er richtig gut gemacht. Da muss ich aber auch meine Dono. Da kann ich nicht. Man kann nicht donaten. Wir sind hier auf dem Kanal von GameToons. Und wie ihr seht, sind die Sieg-Augen dort. Und der Typ sagt, Leute, ich muss hier raus, Mann. Aber die Augen haben ihn immer mehr auf dem Schirm. Und wir wissen genau, was das passiert, Freunde. Wir wissen genau, was das bedeutet. Es bedeutet, er ist jetzt RIP. Sie kommt aus dem Boden rausgeklettert. Junge, was ist das denn für eine Stimme? Krass. Er geht Tür 48 rein. Er muss entkommen. Und ich glaube, gleich erzählt Sieg, was eigentlich passiert ist, dass er da sozusagen war. Junge, was ist das denn? Plötzlich der Arm aus dem Fenster. Und er will ihn essen. Aber irgendwie gibt es jetzt eine Rückblende. Und da ist so ein Typ, Digga, der guckt aber auch so, als hätte er keine Abonnenten. War natürlich ein Witz. Und sie sagt halt, ne? Ja, hoffentlich hat das Hotel einen guten Pool. Ich habe richtig Bock auf den Urlaub. Und die fahren zu dem Hotel, ne? Zu Dors. Und er konzentriert sich nur auf die Strecke und ist anscheinend noch gar nicht so begeistert, aber es regnet übel draußen. Was ist denn das für ein Hotel? Was ist denn das für ein Hotel? Die sind übelst nass. Keiner da. Und die fragen... Oh, guck mal da hinten. Screech war am Fenster. Da war nur ein einziger Schlüssel, Leute, für die erste Tür. Da fragt sich, was ist das für ein Hotel? Klingelt da. Und der Schlüssel wird irgendwie komisch angeleuchtet. Und die fragen sich halt, ne, ist das hier vielleicht Selbstbedienung? Er will den Schlüssel nehmen, aber dann kommt der Dors Hotelier und fragt, ob er ihm helfen kann. Isaac und Irene Iverson, that's a lot of eyes. Yeah, we get that a lot. Hat noch, also ist sehr sympathisch, hat noch gerade so einen Witz gemacht auf Englisch, ne? Der ist nicht der Rede wert, Leute. Aber er sagt halt auch zu denen, ne? Wenn ihr irgendwas braucht, bitte sagt Bescheid. Meine Leute und ich sind dafür da, um zu dienen. Und er gibt den Schlüssel. Und er sagt, ne? Dann Room ist da. Du musst einfach nur durchgehen. Genieß den Aufenthalt. Und sie fragt, ob die einen Pool haben, ne? Und er sagt, ja, ja, haben wir, aber zeige ich dir ein bisschen später. Wir wissen genau, was sie dem jetzt zeigen, dem Paar. Es war Glitch. Das ist jetzt deren Bett, oder was? Hey, could you find a maid to get us some more towels? I'm gonna take a bath. Then I thought we could head to the hotel bar for a few drinks. Really? Und sie fragt, ob er
ihr was besorgen kann. Sie möchte kurz baden gehen. Und danach wollen die an die Hotelbar ein paar Drinks kippen. Wir wissen genau, was danach passiert, Leute. Hashtag Drinks in die Kommentare, wenn ihr genau wisst, was danach passiert. Und er fragt sich, warum da nichts aufgeht, ne? Tja. Da ist ein Feuerzeug. Oh! Und Ambush kommt! Er versteckt sich aus Versehen in dem Schrank. Wildes Feuer anmachen. Oh! Und da sagt jemand, er soll aus dem Schrank, ne? Genau wie in Doors. Und die Frau sagt, die beiden haben Eheprobleme, ne? Die Kinder sind gerade nicht da. Und der Stress, den die als Paar haben, sorgt halt dafür, dass es den beiden, ne, ein bisschen so an Nähe fehlt. Das passiert vielen Eltern, Leute. Die macht sich jetzt ein angenehmes Bad und hofft natürlich, dass sie in ihrer Beziehung so ein bisschen arbeiten können. Aber wer wird gleich kommen? Aber das Radio ist ausgegangen. Die Kerzen sind aus. Irgendetwas. Oh oh. Screech. Digga, gar kein Bock. Wurde seine Frau jetzt abgerippt oder was? Ist sie jetzt weg? Ist sie abgerippt? Das ist ja nicht cool. Er geht Room 4. Junge, Shadow war da gerade, Leute. Krass. Das Video ist echt geil, Mann. Er holt sich Dietrich raus. Er ist ready. Ready to knock. Timothy. Die Spinne hat ihn auch angesprungen. Er ist Tür 50. Jetzt kommt er zu Finger, ne? Safe, oder? What does a hotel need with a grand library like this? Er fragt sich, was für ein Hotel so eine Riesenbücherei hat, ne? Das kann ich irgendwo auch verstehen. Und da ist Figger. Hallo, mein Kleiner! Aber der sieht ihn anscheinend nicht. Wir wissen ja, dass er blind ist. Jetzt muss er ganz schnell einen Weg rausfinden. Er wird gleich den Plan entdecken, wo diese, Codes eingespeichert sind. Denke ich mal. Will es mit dem Dietrich aufknacken? Sein Dietrich ist gebrochen. Und ich glaube, das hat Figger gehört. Das darf ihm nicht passieren. Er ist aber nicht tot. Und jetzt ist der böse Hotelier da. Und dann scheint es, dass der Chef... Ist Glitch hier der Chef, Leute? Jetzt weiß ich, was hier gerade passiert. Ich glaube, der... Der wird jetzt zu Sieg gemacht. Und er sagt ihm, Monster haben auch Gefühle. Und jetzt soll er einen Preis bekommen, weil er so weit gekommen ist. Raum 50 in deinem ersten Run. Nicht schlecht. Und seiner Frau geht's gut. Und ihr geht so gut wie nie zuvor. Jetzt kommt seine Frau raus. Und es ist Eis! Wie krass, Leute! Digga. Guck mich an, sagt sie. Was? Und er wird jetzt zu Sieg. Oh mein Gott, die verwandeln alle Hotelgäste in neue Monster. Krass. Und er sagt, lass es einfach zu. Du hast nach einem Job gesucht, jetzt hast du einen. Und er kommt raus. Und wie es aussieht, ist es schlimmer wie je zuvor. Wir sind auf dem Kanal von GameToons. Das ist Sieg. Das ist Blue. Und anscheinend ist das hier Purple. Und die haben jetzt ein dickes Problem, denn Sieg verfolgt die. Und die sind anscheinend im Hotel irgendwie gelandet. Bei Tür 32. Sehr, sehr interesting. Da ist aber irgendwie Tür 6 und Tür 7. Hä? Da war doch gerade Tür 32, Bro. Was ist das denn für ein Scam? Jetzt ist da 32. Jetzt ist da 40. Ja, ich komme gar nicht klar. Ich komme gar nicht klar, Mann. Aber
In diesem Fall ist Purple abgerippt. Zeke hat ihn aufgegessen. Ich weiß nicht, ob er dead ist, ne? Ich kann euch nichts dazu sagen. Und er fragt sich, wie er da reingeraten ist. Er denkt gerade. Und die Geschichte beginnt im Rainbow Friends Place. Und da steht letzter Unfall seit 2 Tagen. Also vor 2 Tagen gab es den letzten Unfall. Klingt vielversprechend. Anscheinend hat Red irgendwie eine Tür zu einer anderen Realität geöffnet und das ist die Unendlichkeitstür. Sehr interessant. Und Red meinte, wenn die da durchgehen, könnten die neue Körper bekommen. Es könnte eine Paralleldimension sein, in der sie wieder Menschen sind. Denn die sind ja Menschen geworden. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, ich habe die ganzen Stories zu den Rainbow Friends mal auf meinem Kanal gemacht. Und in diesem Fall hat Blue auch einfach nur an seine Familie gedacht, die er hatte, und wollte sie unbedingt wiedersehen. Natürlich geht da jeder rein. Die wollen eigentlich keine Rainbow Friends sein. Aber anscheinend ist er in einem Hotel rausgekommen. Das würde ein langer Tag werden, sagte er sich. Er fragt, ob ihm jemand da ist, ne? Wahrscheinlich nur der Hotelier, der Böse. Das ist Glitch, glaube ich. Da ist Timothy! Er dachte, Purple wäre da drin. Und er rennt natürlich direkt durch die Türen, ne? Hätte ich auch Angst bekommen. Sag ich dir, wie es ist. I don't think so. Oh, Orange, Junge, Junge, egal, Riechbock. Ambush hinter ihm, straight up. Nice. Die Tür wird geschlossen. Ambush ist immer noch da. Und Orange sieht auch noch Rush kommen. Junge, die haben da so heftige Sounds. Er wurde anscheinend aufgenommen von Rush. Purple fragt sich, hey Leute, Mann, wo seid ihr? Wen hat er? Er hat Sieg. Da kommt schon das Auge durch, ne? Was eigentlich damit Green und Red? Und er versucht ruhig zu bleiben, weil er nicht weiß, was das bedeutet. Da hätte ich aber auch schon sehr Angst. Irgendjemand hat jetzt gerade gelacht. Er geht in den Schrank. Das ist nicht gut. Irgendjemand sagt ihm, geh raus. Der typische Schrank. Und Green sagt, das ist das letzte Mal, dass ich Red vertraut habe. Und anscheinend ist das Eis. Und er sieht ja nichts, er ist einfach blind. Die Geschichte zu Eis hatten wir auch schon. Und er sagt so, ey, ich kann ihn dir angucken, ich bin blind. Und Eis kann da halt nichts machen. Geil. Character Dead. Und Red sagt, ist das hier nicht Roblox? Bro, du kommst doch selber aus Roblox. Aber irgendjemand hat ihn... Ist das Halt? Halt könnte es sein. Turn around. Das ist Halt. Halt schnappt sich Red. Orange hat das Kruzifix in der Hand. Und Rush wird gerade gebanished. Der schnappt sich Green und Rush ist auf jeden Fall dead. Sehr lustig, sagt Orange, ne? Der hat Rush einfach gebastelt. Wie heftig ist das denn? Tür 50, Feger kommt. Und Green ist ja auch blind, genauso wie Feger. Und Orange sagt, ey, ich hab was gehört. Aber auch nennt ihn immer Fabian. Ey, Fabian, was geht? Und sie... Und in dem Fall haben sie gerade festgestellt, dass Finger blind ist. Und Green kann sich natürlich gut in Finger reinversetzen, weil er selber blind ist.
Und er isst gerade das Schloss auf. Oh nein. Figger hat ihn gegessen. Der Schrank hat so lange mit ihm geredet, bis er wirklich rausgegangen ist. Und jetzt trifft er halt Blue wieder, ne? Aber er wird ja vom Sieg gegessen, das wissen wir ja schon, Leute. Und der redet so von richtig komischen Sachen, Augen und irgendwelchen Kleiderschrankgeistern und Blue hat nur so eine Spinne gesehen. Und jetzt sagt er, hey, ich weiß genau, was du jetzt gerade gesehen hast, das hier also. Tja, und in diesem Fall, hä? Ist es schwarz-weiß oder dunkel? Sieg kommt. Ja, das war die Situation, wie wir sie eben kannten. Der Run. Die sind am Durchziehen. Er schnappt sich Purple und der ist weg. Purple und Green wurden also schon absorbiert in das Hotel rein. Und es geht bis Tür 100. Blue hat es bis zum Ende geschafft anscheinend. Red steht da auch schon. Und Blue sagt, natürlich bist du wieder am Leben. Not to worry. I believe our salvation is just ahead. Soon we can escape from this dreadful hotel. I'm sure. Und Red will escapen, weiß aber nicht, wen er da jetzt ruft. Und er sagt, hey Mann, wir können abhauen. Der Exit. Red geht zu Figger. Red fragt sich, wer er ist. Er gibt ihm einen Slap und er fällt direkt runter, ist tot. Junge, ist der jetzt auch noch Blue auf? Das kann ja nicht sein, da muss ja einer überleben, oder was? Digga, Blue richtig am Zittern, Mann. Hätte ich auch Angst. Jetzt muss er durchziehen. Feger hinter ihm, oder was? Er ist im Fahrstuhl drin. Knopf gedrückt. Junge, zieh durch! Oh, war das knapp. Alter Schwede. Und wir wissen genau, was jetzt läuft, Leute. Er glaubt, es ist vorbei. Aber Feger hat seinen Fahrstuhl gehijackt. Da sind wir auf dem Kanal von GameToons und Ambush rippt mal wieder irgendeine unschuldige Seele. Und gestern haben wir uns die Geschichte von Doors angeguckt und jetzt gucken wir uns Ambush an. Es wird sehr, sehr interessant. Er ist im Room von Figger. Das hätte er nicht tun sollen, glaube ich. Alter! Er will seine ganze körperliche Essenz zerstören. Da war ein Buch, Hotel History, stand da gerade dran, Leute, im Hintergrund. Und er wird ihm es lehren. Ah, da ist ein Kruzifix drin. Und ich glaube, jetzt weiß er, was er zu tun hat. Was? Und da kommt, wird eine Geschichte geschrieben. Da wird eine Geschichte reingeschrieben von Ambush. Bevor er die Seelen gestohlen hat als Ambush, war er ein Hotelangestellter, der nur dafür sorgen wollte, dass die ganzen Hotelgäste gut behandelt werden. Und er hat ziemlich viel Ärger bekommen, immer von den Kunden und so, und sogar mit Zahnbürste noch den Boden gereinigt. Und die waren immer sehr gemein zu ihm, ne? Und sie hat ihm das ins Gesicht gespuckt und ihn dafür verantwortlich gemacht, dass zum Beispiel dann das Getränk eklig schmeckte. Oh no, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Und er musste das über sich ergehen lassen, dass Leute über seinen Kopf hinweg Dart gespielt haben. Absolut illegal, Mann. Und er musste immer die Treppen nehmen, wenn er irgendwelche Koffer hochschleppen wollte, weil die Fahrstühle nur für Gäste waren. Und es gibt hier einen Room 101 und irgendwie ist da so ein weißer Mann drin, der ihn einfach mit Absicht 100 Treppen hochgehen lassen hat und eigentlich nichts brauchte. Und er wurde so schlecht bezahlt,
und hat so wenig Essen gehabt. Ihm ging es einfach sehr schlecht. Da hat er gelebt. Guck mal, also ganz kurz. An solchen Videos erkennt man immer wieder das Schicksal von richtig vielen guten Menschen, die einfach so gut sind, dass sie so enden. Wenn ihr gute Menschen sein wollt, Leute, ich würde auch von mir aus sagen, ich bin ein sehr, sehr guter Mensch, versuche immer Gutes zu tun, aber der denkt manchmal einfach an euch, ne? Ein bisschen Egoismus ist okay. Ein bisschen, Digga. Ganz ehrlich, das hat keiner verdient, was der da mitmacht. The tranquil majesty of the hotel library. There were shelves upon shelves of books, stacked to the ceiling, with not a price tag to be found. I spent countless nights in that library, filling my mind with all that my life lacked. Tja, er war halt sehr viel in der Bücherei unterwegs, ne, und hat und ist sozusagen seinem Leben entkommen, seinem trostlosen Leben in diesen ganzen Büchern. Ich lese momentan auch sehr viel und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, Leute. Und er hat da ziemlich lange gepennt. Dann war er irgendwie sehr spät dran. But my greatest sin of all was provoking the ire of one Thatcher T. Pennybags, owner and proprietor of the hotel that housed, clothed, and some. Ist dann der Hotelbesitzer auf ihn aufmerksam geworden? He was smart. You have to give him credit for that. He knew immediately how to hurt me the most. I must have served 1,000. Der war richtig angepisst, dass er da geschlafen hatte. Seemingly more wretched than the last, but Pennybags. Das ist der Hotelbesitzer, der da, den ihr hier seht. Und er sagt, er hatte 10.000 Gäste bedient. Also müsst ihr euch vorstellen, 10.000 Gäste und alle haben ihn ausgelacht. Aber der war alle in einem. So schlimm war der. Und anscheinend hat er die Library abgeschlossen von ihm, damit er ihm richtig auf den Senkel geht. Er hat seinen Mitarbeiter geknechtet und gesagt, Digga, darfst du mir in die Bücherei rein, auch wenn du das liebst. Gerade deswegen hat er das gemacht. Und er fand das einfach nur amüsant und lustig, ne? Jetzt kann ich mir vorstellen, dass er richtig sauer ist. Er hat ihm das weggenommen, was ihm am wichtigsten war. Er wusste genau, wie er ihm wehtun muss. Und anscheinend war er mittlerweile so weit, dass er gesagt hat, er verletzt die Gäste und hat die Koffer aus dem 100. Stock runtergeworfen. Oder zumindest von oben, wo die 100. Tür war. Und er hatte irgendwie einen Plan, ne? Er wollte in die Bücherei einbrechen und dann richtig viele Bücher klauen. Und der Besitzer hat das auf jeden Fall gesehen. Und ich glaube, jetzt kommt so langsam die Story mit Ambush zum Tragen. Ich hätte aber eher gedacht, dass er Figger ist, wisst ihr? Und oha. Jetzt sieht er nachts, was da eigentlich erst abgeht. Dass da gruselige Kreaturen sind. Und er läuft schon, kriegt die Tür aber nicht auf. Und er fragt sich, wo diese Kreaturen sind. Und jetzt kommt der Hotelbesitzer und sagt, hey, was läuft denn hier so? Jetzt wird er bezahlen, sagte er. Weil er die Bücher klauen wollte, verwandelt er ihn und er wird zu Ambush. Mit Hilfe des Kruzifix. But there was another reason to dispose of me. With how long I spent in that library, it was only a matter of time before I stumbled upon his secret. The key to his power, to his business success, it was all thanks to that book. He spilled his thoughts into its pages, most of them hateful. And for every hateful word, und anscheinend hat er seine ganzen, also wirklich seine ganzen Gedanken in dieses Buch da reingeschrieben, was er am Anfang da aufgenommen hatte, und dadurch hat dieses Buch Macht gekriegt, auch dieses Kruzifix. Jetzt hat er ihn halt so Ambush gemacht. Die Transformation beginnt. Er wollte ihn halt loswerden, ne? Warum auch immer. Und hat ihm jetzt diese Macht gegeben. Aber warum kann er als Ambush ihn nicht gleich umlegen? Boah, man sieht noch richtig, wie er sich hier transformiert, ne? Und Ambush konnte sich befreien.
Er konnte ihn nicht zu einem Monster machen, was er kontrolliert. Ambush hat alles getötet, weil er so wütend auf die Gäste war. Er ist freigedreht. Das war eine Frage der Zeit. Und da sieht man's. Die Dartpfeile kommen zurück auf diesen Dulli. Und er hat alle gegessen, die ihm je wehgetan haben. Und er hat das Buch zurückgelegt. Das ist die Geschichte. Und er entschuldigt sich. Und er glaubt auch, dass er ihn auch mobben will, ne? Und man sieht, man kann ihn selbst nicht mehr mit dem Kruzifix was anhaben. Das Licht geht aus, Siegs Augen kommen immer näher. Und jetzt ist er tot. Ambush ist mit Abstand das stärkste Wesen in Roblox Stores. DOS Update! Yes! Ich um 18 Uhr bei Zoe. Oh Junge, die Server heute. Das sind die Server heute. Im Roblox Stores Update, die Server. Nichts geht mehr. Follow me, I know the way. Folge mir, ich weiß den Weg. Okay, wir gucken mal. Be careful. Weiß er wirklich, wie der Weg ist, oder... ja, dürfte eigentlich keiner gestorben, dann... Oh Mann, es gibt immer einen, der direkt tot ist. Was geht denn da ab? I'm back. Er ist back. What is that? Miau, miau, nigga! Digga! Ey, Sieg später in einem Auto im Hard Mode. Ich hab Sieg in einem Auto schon gesehen. Hard Mode, zu witzig. I don't know. Uff. Hello, guys? Hello, guys? Digga, wieder. Der, by the way, im neuen Hardcore Mode, der Code, ne? Wisst ihr, wie lang der ist? Ich weiß es. Wisst ihr, wie lang der ist? Der Code hat 10 Ziffern. Und diese Teile, also die Bücher, die man finden kann, ich glaube 14 Stück. Ist gottlos. Überlegt mal, ne? Finger wird immer schneller pro Buch. Im neuen Update, zu krass. Da, ich häng da auch so. Im neuen Update, der Plan nämlich. Und dann kommt Finger. Come on! Okay, was geht da? Not good. Not good. Not good. Hey, what are you doing? Was hat die denn da gerade gemacht? Typischer Name, Leute. Wir gucken mal kurz zurück. Sophia Girl 035. Wenn ich den Namen in meiner Roblox-Lobby sehe, weiß ich genau, das war's. Das war's. Da kommt nix. Da wird nix kommen. Außer Scam. Hi. Das ist jetzt anscheinend Duke, der sich da bemerkbar macht. Okay. Er wurde einfach teleportiert, weil wahrscheinlich sein Mate ziemlich durchgezogen ist. Ja. Bro, Ambush. Da kam ja sowas von aus der Ecke. Uff. Ich glaube, sein Mate ist tot. Wie soll man bei sowas nicht lachen, Digga? Thank you. What? No, 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 no. Wait, wait. Go, 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 go. Sagen wir nichts zu. Nimmt er wieder die falsche Tür? 25. Ich. Okay. Er sagt 25. Er sagt 25, 25. Er sagt, okay. Er glaubt ihm. Ja, ja, klar, Mann. Er war sein Main-Troll, Digga. Oh, nee. Ich hasse die Spinne. Direkt Spider-Man geworden, oder was? Ja, er ist Spider-Man jetzt. Dumm. Einfach dumm, Digga. Geil.
Da ist Sophia Girl 35 wieder, Leute. Ghost. Was ist denn das jetzt mit denen? Wir gucken rein, Leute. Sophia Girl 35. Das auch so typischer, ne? So. Keine Ahnung. XX Ghost Warrior XX. Und der sieht so aus. Digga, Barkon einfach. Und wenn jemand so aussieht in Roblox, genau so, weißt du direkt, gut, ich brauch da nichts erwarten. Der muss jetzt, glaube ich, ganz schön durchziehen in den Schrank, ne? Tja, der heißt SD, SD8. Was ist das? Ja, was nimmt er da wohl? I'm not them. 37er Tor? Ich verstehe nicht, was Glitch da manchmal macht, ne? Ich verstehe es manchmal nicht. Warum da einen auch einfach in den gleichen Raum teleportiert oder so? Ich check das echt nicht. Was ist das? Finger kommt gar nicht klar, Leute. Er bleibt stehen. Hab ich... Oh Gott. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Wir reinschwitzen bis zum geht nicht mehr. Da ist der Maid im Schrank. Das ist so satisfying. Wenn der random gefressen wird von Figger, Mann. Guck, wenn du genau... Hä? Hä? Wenn du rauskommst und du siehst Figger direkt neben dir so... Oh, bruh! Geh doch weg da. Geh weg. Was macht der da? Was passiert da mit Figger? Oha! Kurz geflogen, Digga! Oh ja. Ärgerlich, wenn es dem Mate passiert, mit dem man da reingegangen ist, aber mit Randoms ist egal. Oh oh. Oh oh. Wieder geschwitzt. Aber so viel muss man ja gar nicht im Schrank schwitzen. Ist ja eigentlich voll easy. Kreditkarte. Kein Geld. Ey, das hatten wir gestern auch. Wir konnten uns kein Kruzifix mehr leisten. Ne? Es tat so weh. Gut, Kohle. Sieht gut aus. Aber wo ist das Kruzifix? Ey, kein Kruzifix da, ne? Das ist einfach Scam. Okay. By the way, die Items im Shop sind tatsächlich teurer, wenn ihr Roblox Stores Hard Mode zockt. Hallo! Das Skelett. Jeder fällt drauf rein. Leute, eins in den Chat, wer ist drauf reingefallen? Auf das Skelett. Wer hat gedacht, oh Bro, das bringt aber was. Safe! Wenn ich das jetzt aktiviere, was passiert hier? Und dann kommt nur... Ich bin so safe drauf reingefallen. Ist so. Die grünen Blätter, das grüne Kraut, ne? Und hochgeheilt. Auf ganz entspannt. Zockt der jetzt durch, oder was? Sieg Speed! Ich lieb das. Bei Sieg sich noch so diese Tabletten reinzuziehen. Du bist so schnell. Es macht einfach absolut Bock, so zu laufen. Ich sag, wie es ist. Das ist schon ein geiles Feeling. Ist ja fast am Ende. Oh, Bro, Ambush immer ganz unangenehm. Oh mein Gott. Hä? Wie?
Geil. Was geht da? Hä? Wie haben die das denn gemacht? Lol. Hä? I'm here, but you can't see me. Ah, er hat ihn umgelegt. Er wollte sich da rausstellen, ne? Das habe ich gar nicht begriffen. Okay, es geht wieder zurück zu Finger. 32439. Oh Mann. Wenn du wieder mit deinen Kollegen redest und denkst, du Dinger, die machen. Sehr gut, hä? Hä? Kruzifix jetzt aber auch nicht so big, finde ich. Oh doch, anscheinend schon, wenn die das haben. Nope. Kennt ihr das? Wenn euch jemand das Kruzifix im Shop wegkauft, es tut weh. Ich gehe jetzt in meine Höhle. Was für eine Höhle denn? Das fühlt sich so gut an, episch wegzubasten. Bam! Einfach rein. Direkt runter, ne? Auf chillig. Jemand tot? Oh, jemand gestorben. Ja. Warum hat man... Junge, der hat ja gar kein Feuerzeug, gar kein Licht mehr. Bruder, ohne Licht ins Gewächshaus zu gehen, das ist Hölle. Das ist Hölle. Herzlich willkommen im dümmsten Game in Roblox jetzt. Guck mal. Original, du siehst einfach nichts. Digga, nervt so. Warte mal. Stand da gerade was? Ah, ich wollte nur mal gucken. Ich dachte, da wäre so eine Schrift an der Wand, ne? Hat mich gerade ein bisschen verwirrt, Chat. Wie? Wie hat er das überlebt? Hä? Er ist nicht früh genug. Oh, lol. Er hat das ohne Licht dadurch geschafft? Bro. It's big brain time. Er hatte doch eigentlich eben noch einen Dietrich gehabt. Damit hätte er doch aufschließen können. Schafft er es echt durch? Ich glaube, er stirbt vorher. Was meint ihr? Er stirbt vorher safe, oder? Digga, der Schwitzer-Modus wieder. Und jetzt ist er tot. Safe ist gleich tot. 5, 6, 7, 8, 9. Clean, clean. Bisher clean, Leute. Bisher clean. Schlüssel gezogen? Hä? Für? Ah, ich hab den noch nie benutzt, Leute. Ich hab immer einen Dietrich, bis ich da reingehe. Immer einen Dietrich. Und Finger, tschüssi! Hot, hot, hot. Das ist gut gemacht gewesen. Where? Hä? Läuft er eigentlich hinterher? Freunde? Läuft er eigentlich hinterher? Was für ein Scam? Was für ein Scam?
Ach, da ist er. Leute, der steht hier an der Wand drüben. Oh Gott. Oh Gott. Hätte ich mich erschrocken. Ey, nee. Ehrlich, Digga. Ehrlich, hätte ich richtig erschrocken. Bruder, zu wild. Der Dulli für den Eingang zum Tor, ist echt so, ne? Ist echt so, ne? Das war's. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und vor allem, wenn ihr Roblox-Stores liebt. Ich feiere das Game einfach, Digga. Und das war's mit dem Video. Dickes Küsschen. Denno out.